Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch 5 Tage lang meine Einkäufe zeige, was ich durch Kooperationen aber auch manchmal bekomme oder was ich mit meiner Blogger-App bekomme. Also einfach alles, was an Food meinem Vorrat zugefügt wird und was ich eben dann so esse. Und das war es auch schon. Einfaches Konzept. Und ich zeige euch aber nicht alles, was ich esse, das muss ich auch nochmal vorweg sagen, weil mir das einfach wirklich zu stressig zum Teil ist. Ich das nicht immer alles unbedingt filmen muss, möchte. Ihr wisst, ich beiß eh immer schon alles an, weil ich es halb vergesse oder eher gesagt einfach essen möchte. Deswegen, ja, genau. Aber das könnt ihr schon, wenn ihr mich kennt. Und ich versuche auch übrigens jetzt wenigstens so Redesachen öfter mal in dem Raum hier aufzunehmen, weil viele von euch meinten, dass mein anderer Raum so sehr schallt. Und ja, es ist halt echt ein richtiges Problem, weil ich möchte da in diesen Raum keinen Teppich legen, also weil finde ich einfach nicht schön und ich mache halt dann doch auch nicht alles für YouTube, also wisst ihr, was ich meine? Also klar, es ist super wichtig für mich, aber ich will dadurch, also ich nehme meine ganze Wohnung ja damit nicht auseinander und ich kann mir jetzt auch keinen Schrank deswegen kaufen oder also ja, keine Ahnung. Ich denke, ihr müsst wahrscheinlich einfach mit dem Schall leben. Sorry, und ich versuche, wie gesagt, mehr Redestories in diesem Raum hier zu machen. Genau, so viel dazu. Und jetzt würde ich aber sagen, geht's los. Heute ist Freitag, Tag 1. Ach ja, und ich teile in dem Bezug halt immer auch so ein bisschen mit euch so Insights into Kooperationen und sowas. Also zum Beispiel heute drehe ich ein Video mit Annelina. Das könnt ihr dann bestimmt auch irgendwann schauen, wann auch immer es online kommt. Es ist so, es wird eine vegane Weihnachtsedition. Wir waren letztes Mal hier bei eben der Bio-Company, haben Sachen für dieses andere vegane Food News gekauft und dann meinten halt ja voll geil, gibt voll viel Weihnachtsprodukte. Und sie hat halt eben Kontakte zu so vielen Unternehmen und wenn sie halt anfragt, ja, können wir die Produkte zum Testen bekommen, dann kriegt sie die halt umsonst zugeschickt. Und ja, das ist auch diesmal der Fall. Also, keine Ahnung, wir kriegen dafür nichts, also nicht irgendwie Geld oder sowas, wir kriegen halt die Produkte, weil die halt auch schon immer echt ihren Preis haben. Und das finde ich, ja, ist schon irgendwie crazy. Also, keine Ahnung, voll verrückt. Und ja, da freue ich mich natürlich riesig drüber. Jetzt aber auch mal schauen, ich weiß gar nicht, was davon ich dann behalte oder so. Aber ich zeige euch dann eh nachher. Wir treffen uns nachher, genau, um das Video zu drehen. Und dann zeige ich euch mal so unsere Ausbeute oder was wir so bekommen haben. Und denke mal, da werde ich bestimmt auch einiges von naschen. Ja. Und auch übrigens, so, ihr fragt mich ja auch öfter mal, so viel Sport ich mache etc. Vielleicht verknüpfe ich solche Videos auch immer mal einfach mit so ein bisschen Talk-Themen. Ich glaube, das finde ich noch ganz gut. Hatte ich ja einmal versucht, da hat es nicht so gut geklappt. Aber ja, also ihr fragt immer, wie viel Sport ich mache. Und gerade, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt oder auch mein Update-Video gesehen habt, aber da wusste ich auch noch gar nicht, was genau mit meinem Knie jetzt ist, habe ich gerade leider eine Knieverletzung, also eine Knorpelverletzung und kann gar nichts mehr machen. Also ich muss mein Bein eigentlich immer gestreckt haben, also entweder hochlegen oder stehen. Also ja, es ist gerade richtig, richtig kacke. Also ich kann ins Gym gehen und ein paar Übungen machen, aber ja, so richtig was kann ich nicht machen. Ich kann nicht Fahrrad fahren, ich kann nicht spazieren gehen, also ein bisschen spazieren gehen geht, aber gerade erstmal in der akuten Phase tut halt alles einfach unfassbar weh und deswegen ist gerade eigentlich bei mir Bewegung null, also kaum. Ich habe mir auch ein Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel geholt. Ich hasse es, aber ja, anders komme ich nicht voran. Naja, also so viel dazu. Gerade ist bei mir richtig dolle Sportpause, vor allem was das Eislaufen angeht, wo ich mir da sehr das Herz. Ja, naja, ich mache das Beste draus und hoffe, dass ich bald auch wieder ein bisschen Sport machen kann und ja, weil es einfach, also ich mache Sport nie oder doch früher habe ich Sport gemacht, um Kalorien zu verbrennen, true, da möchte ich gar nicht lügen, aber Sport ist für mich einfach, keine Ahnung, größter Balsam für die Seele. Ja, naja, so mein Arm fällt mir jetzt hier gerade ab, ich muss das doch nochmal irgendwie anders machen, da merkt man wieder, dass ich nicht trainiere. Und ich, genau, gehe jetzt nicht zum Sport, aber halt so ein bisschen um Faszien zu rollen und ja, einfach meine Anwesenheit im Fitnessstudio beizubehalten. Nein, das tut, also auch das tut mir seelisch gut, einfach dieses Rauskommen, weil ich ja sonst sehr viel einfach nur zu Hause bin und genau ein bisschen andere Atmosphäre zu haben. So, wir sehen uns. So, und jetzt war Annelina da und oh mein Gott. So sieht es danach immer aus. Wir mussten noch gar nichts mehr kaufen. Und er gesagt, wir hatten keine Zeit mehr, auch noch irgendwas zu kaufen. Ich werde danach noch mal ein bisschen was fürs Video kaufen. Oder halt noch ein paar Weihnachts-Christmas-Food-News schon kaufen, um das Video weiterzumachen. Aber wir haben uns schon mal richtig fancy durchgetestet. Ja, also ihr seht, was sie alles mitgebracht hat. Und das darf ich auch alles behalten. Richtig gut, sogar hier so Ente-Vegane. Also ich weiß schon mal, was ich zu Abend esse.
Ja, jetzt snacke ich mich hier gerade noch eine Runde durch. Jetzt wird es auf jeden Fall so diese zwei Proteinriegel hier geben. Also einmal, also es sind von Rocca so Weihnachtssorten. Genau, die gibt es jetzt noch. Und wahrscheinlich werden noch ein paar von diesen Schokomandeln naschen. Oh, sie hat mir auch noch viele andere Süßigkeiten mitgebracht. So, so lieb. Also neue Sachen von Vegans. War auch so Thunfisch. Richtig, genau. Also da bin ich mal so gespannt. Da snacke ich mich auf jeden Fall morgen mal durch. Und während mein Ofengemüse gerade im Ofen ist, gibt es jetzt noch eine Runde Käse. Und zwar snacke ich jetzt ein bisschen Vegans-Käse. Einmal einen rauchigen. Ist ganz lecker, doch. Kann man empfehlen. Und einmal pikant. Ja, also schmeckt schon sehr, sehr rauchig, der rauchige. Wow, sagt doch der Name. Ist in Ordnung. Also sind halt sehr fest, aber kann man auf jeden Fall immer machen. Und fertig ist es. Ja, einmal lecker Ofengemüse. Dann meine vegane Ente mit dazu. Also ja, richtig, richtig gut. Und dann noch mehr veganen Käse. Und zum Nachtisch gibt es jetzt noch hier richtig lecker. Ein toller mit lecker Mini-Spekulatius und dann auch noch Mandeln. Also einmal Zimtmandeln und einmal ein Päckchen weißer Wintermandeln. Ja, sozusagen alles for free, ne? Danke, Annelina. So, und ich habe mir wieder eine richtig leckere Porridge Bowl gemacht. Das ist diesmal ein Protein-Porridge. Dazu noch Nussmus und einen gebratenen Apfel oder Ehrgeiz. Ich habe den in den Ofen geschmissen mit Zimt. Ja, das ist lecker. Und Tag Nummer 2. Und ihr habt gesehen, heute war ich einkaufen. Gestern brauchte ich ja wirklich gar nichts mehr, nachdem Annelina da war. Und jetzt war ich bei Edeka und habe mich richtig verausgabt. Es gab so viele coole neue Sachen, konnte ich nicht nein sagen. Und natürlich mein Klassiker Kaisergemüse muss immer mit dabei sein. Ja, ich war im Edeka Malexa übrigens. Das ist meine Lieblings-Edeka in Berlin. Oder halt in meiner Nähe, in Berlin-Mitte. Weil die eine echt richtig gute Auswahl haben. Ja, hier seht ihr einmal meine Ausbeute. Wie ihr seht, mein Kaisergemüse. Ist mir für die nächsten 3 Tage vorgesorgt. Zucchini. Und dann eine Gurke. Hab mir noch Fenchel geholt. Und dann kommen wir jetzt zu den fancy Sachen. Genau, hier hatte ich auch schon einmal welche angenascht, weil auf dem Weg wollte ich ein bisschen noch was naschen. Ich fand diesen Mini-Eggs. Den seht ihr natürlich, wie was schmeckt. Seht ihr in meinen ganzen Food-News-Videos. Dann habe ich noch so Kalorienkugeln gekauft. Zweimal Joghurt. Einmal veganen Grieß. Da bin ich auch richtig proud, dass ich ihn endlich gefunden habe. Deswegen, die haben so gute Food News in diesem Edeka. Auch den veganen Exquisa, Grand Dessert, Zimtschnecke und mein Klassiker Alpro Hafer. Den mag ich nämlich mit dem anderen Natur auch am liebsten. Und das Ganze hat mich jetzt 17,65 € gekostet. Und mal wieder ein kleines Behind the Scenes, wenn ich hier einmal mein Food Testing gemacht habe. Ja, und dann nasche ich halt immer überall ein bisschen was an. Und jetzt mal schauen, was ich mir danach als Nachtisch da zusammenmixe. Und zu Abendessen jetzt hier einmal so eine leckere Leckerteigschnecke. Kebab-Style. Ist auch echt ganz lecker. Die ist halt mit so, ja, wie so Kebab eben gefüllt. Also herzhaft gefüllt. Und hier eine herzhafte Füllung. Ist lecker. Dann noch ein bisschen von dem Frischkäse dazu. Den mische ich unter mein Gemüse. Und noch ein bisschen Käse zum Naschen. Oh, und als Night Snack Bowl gibt es jetzt meine Reste hier so ein bisschen. Also einen halben von dem pflanzlichen Grießjoghurt und dann einmal den großen Bauer und den Sahnejoghurt in eine Bowl und dazu noch ein paar Kalorienkugeln. Breakfast Time und es gibt wieder Soja Crispies. Auch eine geniale Kombi damit ist, ein bisschen Proteinpulver reinzumischen. Also ich habe hier mein veganes Proteinpulver. Jetzt habe ich mir noch einen Apfel aufgeschnitten und ja, lass es halt auch immer so ein ganz kurzes Momentchen einweichen. Dann habe ich noch hier, oh, dieses Nussmus ist so genial. Das ist hier dieses Blueberry und dann noch normales Mandelmus on top. Und dann hat man richtig, richtig leckere Bowl. So, und zwischendurch snack ich wirklich immer super gern einfach so eine Handvoll oder 2 Handvoll lecker Walnüsse. Habe ich noch die von Opa aus dem eigenen Garten. Das ist richtig gut. Heute bin ich jetzt nämlich mit Sophia unterwegs und wir haben uns hier jetzt Döner geholt. Döner macht schön. Und ich habe einen vegetarischen Dürüm für 4,70 Euro. So, und jetzt habe ich ganz vergessen, für das Video nochmal zu drehen. Ich habe euch gerade schon eingeblendet. Wir waren jetzt auch nochmal in einem Café.
Und da habe ich 15 Euro war das, glaube ich, jetzt knapp, genau, gezahlt. Ich habe für Sophia mitbezahlt und gerne. Genau, wir hatten, also ich hatte einen Brownie und einen Orangenkuchen. Und Sophia hatte einen Apfelkuchen, der auch richtig lecker war. Von dem habe ich auch noch ein bisschen genascht. Das war eine sehr wichtige Information. genau, also da waren wir jetzt gerade noch, also nochmal 15 Euro plus. Und jetzt bringe ich Sophia noch zum Bahnhof. Und ich bin wieder zurück zu Hause und ihr habt gesehen, ich habe noch auf dem Weg vom Bahnhof zurück den Riegel gesnackt, den mir Sophia mitgegeben hat von MyProtein. Und den fand ich auch echt lecker. Also es gab viele Dinge von MyProtein, die ich noch nicht so lecker fand, aber der war richtig, richtig lecker. Danke nochmal dafür, Sophia. Also wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag und bin auch zurück zu Hause. Das haben wir zu meiner Couch bequem gemacht und jetzt eine Kleinigkeit was essen. Es war ein sehr leckerer Tag. Und ja, genau, also halt die Sachen im Café hatte ich ausgegeben und eben den Dürüm, das war heute so das Resultat. Und auch ganz kurz nochmal eine kleine Empfehlung für euch oder was halt auch zu meiner Daily Routine gehört, was ich jeden Tag vor allem abends nehme, ist CBD-Öl. Ich weiß, viele von euch haben vielleicht auch diese Werbung von CBD-Öl satt etc. Und eine Zeit lang wollte ich auch keine Werbung mehr dafür machen, weil ich halt so war ja irgendwie hat jeder dafür Werbung gemacht. Aber die Sache ist, ich nehme es auch schon sehr, sehr lange. Also ich hatte mal zwischendurch eine Pause gemacht, weil ich teilweise auch irgendwie vergessen habe, es wieder zu nehmen. Also ich glaube, jeder kennt das manchmal, wenn man sich Dinge vornimmt, dann vergisst man es voll. Und dann hatte ich auch nicht mehr so Einschlafprobleme, weil es hat mir super gut beim Einschlafen geholfen. Also wirklich, ich kann darauf schwören. Und es soll ja eh bei jeglicher Art, also es hilft zur Entspannung und eben aber auch so zur Muskelentspannung. Und so, ja, also es hilft bei ganz, ganz verschiedenen Arten. Also auch viele von euch meinten bezüglich meiner Knieschmerzen, ob ich dann schon mal CBD probiert habe. Also bei Instagram schreibt ihr mir das wirklich, wirklich oft. Und dass viele von euch auch was mit Migräne angeht, also ja, Kopfschmerzen, Menstruationsprobleme, da wirklich Hilfe mitgefunden haben. Und von daher werde ich das jetzt auch mal wieder probieren, nachdem meine Knieschmerzen wieder schlimmer sind. Und aber auch einfach, also ich meine, zum Schlafen kann mir das wirklich nie schaden. Also ich finde das immer beim Schlafen gut und ja, genau, also deswegen mache ich dafür auch wieder Werbung, weil ich mir dachte, hey, ganz ehrlich, ich mache das von vollem Herzen aus, weil ich wirklich überzeugt davon bin und ja, und da gucke natürlich auch, welche Unternehmen mich unterstützen und jetzt habe ich halt auch ein sehr, sehr schönes Unternehmen gefunden, das ist ein kleineres Unternehmen, die halt, ja, sich auch auf dem Markt erstmal irgendwie behaupten müssen, ein deutsches Unternehmen und das sind so Dinge, die mir da wirklich sehr wichtig sind, das ist sehr persönlich, die Kooperation, deswegen ja, dachte ich, das stelle ich euch gerne vor. Und zwar heißt die Brand Cantura. Das ist nämlich auch Bio und das finde ich super, super wichtig, was das angeht. Und es ist eben nicht, weil es viele irgendwie oft damit verwechseln, ob es irgendwelche Drogen in Anführungszeichen sind oder was Hai macht. Nein, da ist CBD drin. Die anderen Stoffe, die in wirklichem Hanf oder in den Drogen drin sind, sind da nicht drin oder jedenfalls nicht in Übermaße. Und es ist frei verkäuflich, es ist komplett legal und ist eben ein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist das Öl, was ich hauptsächlich nehme. Da nehme ich auch nur einen Tropfen abends. Also wirklich, das hält dann auch eine Weile. Weil natürlich schreckt der Preis da manchmal auch ab, aber man muss es schon auch einfach als Medizin sehen. Und da finde ich es dann vollkommen gerechtfertigt. Und auch mit meinem Rabattcode bekommt ihr 20 Euro off. Und den blende ich euch auch nochmal ein und auch nochmal in der Description Box. Dann, was ich auch ganz praktisch noch fand, gibt es hier sogar so kleine Mundsprays, also für unterwegs. Das ist halt auch total praktisch. Und dazu muss man auch wieder sagen, klar, es gibt klinisch noch keine richtigen Studien, die das alle bestätigen, aber meine Erfahrung lügt nicht. Die Erfahrung von vielen anderen, die mir geschrieben haben, lügt nicht. Und ich bin auch, also tauscht euch gerne auch in den Kommentaren drüber auf, ob euch das schon mal geholfen hat oder ob es euch nicht geholfen hat. Auch das ist vollkommen legitim und ich mache lang keine Heilversprechen hier mit irgendwelchen Mittelchen und das geht halt auch einfach nicht, weil jeder ist anders und jeder helfen andere Sachen, sei es vielleicht dann sogar nur der Placebo-Effekt, weil ich bin auch so ein Globally-Mensch, also ich finde so Heilpraxis, also eben solche natürlichen Stoffe auch mal zu probieren, sehr, sehr gut und man nimmt das ja jetzt nicht in einer Überdosis, deswegen, ja. Genau, so viel dazu. Das werde ich jetzt auch gleich wieder mir unterträufeln und dann hoffentlich gut schlafen. So sieht dann übrigens so ein richtiges Real-Life-Breakfast aus, wenn ich ja einfach mir so einen Blaubeer-Nussmus
Porridge gemacht habe, einfach mit Haferflocken, dann Soja Krispies, verschiedene Sorten Nussmus mit rein. Und fertig ist es. Ja, und ich snack dann jetzt auch halt einfach noch so eine Käseplatte, so eine vegane Käseplatte. Von den drei veganen Käsen, die ich da habe, die sind jetzt dann auch leer. Aber ja, kann man halt mal so zwischendurch machen, ne? Und als kleinen Snack gibt es jetzt erstmal hier den Dr. Oetker Rest von dem pflanzlichen Pudding. Und dazu noch ein Grand Dessert Zimtschnecke und noch ein paar Schokoladis. Und zu Abendessen habe ich mir jetzt auch dann nur noch mit meiner Blogger-App mal wieder was geholt. Einmal einen Salat mit Brokkoli, darunter ist ganz Salat, Jalapenos, Gurken, rote Beete, Ingwer und dann habe ich immer noch so ein Probiotik-Dressing und ein Kokos-Joghurt-Dressing. Genau, das war jetzt bei Fresh Seeds, da kann man sich eben einen Salat zusammenstellen, der würde jetzt so ungefähr, also ich habe ja einen 10-Euro-Gutschein gehabt, der hätte jetzt so ungefähr 7-8 Euro gekostet. Und zum Nachtisch gibt es hier so eine richtig leckere Protein-Bowl wieder. Also einmal mit meinem Proteinpulver, Salted Caramel und dem Alpro-Hafer und einmal Vanille. Also ich mische dann einfach immer nur einen halben Becher Alpro mit 1 bis 2 Teelöffeln jeweils von den beiden Pulvern. Vermische es und fertig ist es. Und dazu noch ein paar Schokoeier. So, und lecker schmecker Frühstück. Ich habe jetzt hier meine Soja Crunchies, also die Soja Crispies. Da habe ich einfach dann die Bowl voll genommen und dann mit meinem Y-Food Drink als Milch noch ein paar gefriergetrocknete Erdbeerscheiben und ein bisschen Cashew-Mousse. Ich lasse das immer einen Moment einweichen. Das ist immer richtig lecker hier. Vor allem richtig schön beerig heute. Hello Friends, so ich melde mich auch mal an Tag 5 zu Wort und ja, auch heute wird nicht eingekauft. Ich habe jetzt mir noch was gesichert bei Too Good To Go, also ja, ist das mein Einkauf für heute. Für 3,50 Euro gibt es bei Sprinkles was Süßes. Mal schauen, was wir das finden. Denken wir vielleicht noch so einen kleinen Nachmittag-Abendsnack vom Abendessen oder Nachtisch. Mal schauen, genau, da geht's erstmal hin. Und hier seht ihr dann einmal meine Too-Good-To-Go-Ausbeute. Wie, wo, was genau gibt es im Too-Good-To-Go-Video. Aber einmal für 3,50 habe ich das bekommen. Und pre-Abendessen gibt es jetzt noch 2 von diesen Törtchen. Ich habe mir jetzt noch einen Tee gemacht. Und werde jetzt noch eine Runde arbeiten. Und dann gibt es was Herzhaftes. Und jetzt habe ich mich durch noch ein paar Sachen von Annalina getestet. Wir haben hier der Thunfisch. Und ja, deswegen gibt es hier nur eine Dose Thunfisch und Gemüse mit Hefeflocken zum Abendessen. Und ja, das sind noch die restlichen Sachen, durch die ich mich gerade hier durdurchprobiert habe. Also es sind 2 von diesen Bueno-Riegeln und dann noch einen von diesen veganen Bliss Balls. Den anderen hatte ich schon mal die Tage gegessen. Ja, das wird jetzt noch mein Abendsnack. So Friends, und das war es auch mal wieder mit 5 Tagen, meine Einkäufe und was ich so gegessen habe. Oder eher gesagt, ein paar Einblicke in was ich gegessen habe. Denke mal, das war nicht alles, was ich gegessen habe. Ja, also don't compare, das möchte ich auf keinen Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Hoffe, euch geht es soweit gut. Ihr ja, kommt gut durch den Winter und ihr habt eine ganz, ganz schöne Vorweihnachtszeit auf jeden Fall und fühlt euch ganz fest gedrückt.